So, hallo und herzlich willkommen vom Regal. Wir hätten Isomatten zu besprechen. Und zwar vor allen Dingen eine, die hier kennt ihr ja schon, die habe ich schon 17 Mal vorgezeigt. Die drunter ist, ist interessant. Das Ding hier, nämlich das ist die aktuelle Aldi-Isomatte. Meines Wissens hatten sie keine andere, beziehungsweise die Aldi-Aufblas-Isomatte, vielleicht haben sie noch eine Nicht-Aufblas-Isomatte gehabt, ich weiß es nicht, kenne das genaue Sortiment nicht, aber die kostet lächerliche 13 Euro. Im Direktvergleich dazu, nur mal so spaßeshalber, die Thermarest X-Therm, ein bisschen älteres Modell, da gibt es nochmal eine modernere, die noch ein bisschen mehr Knopfhoff in der Aufblasetechnik hat. Aber von der Dicke und von der Thermoleistung der Matte her sind die ziemlich identisch. Also die moderne, aktuelle Version und die ein paar Jahre vorher. Und das ist immer noch die wahrscheinlich teuerste, gleichzeitig die Isomatte mit dem besten Wärme- und Zugewichtsverhältnis für so ziemlich alle Jahreszeiten geeignet, für super niedrige Temperaturen jenseits der minus 20 potenziell geeignet, also echt eine ganz warme Isomatte. Sie ist auch sehr, sehr robust. Ich mag die total gerne. Kostenpunkt 200, irgendwie sowas. Ich schreibe euch das mal unten hin. Ich weiß gar nicht, was die gerade aktuell kosten. Aber sie sind sehr, sehr teuer. Könnte auch 250 sein, irgendwie sowas um den Dreh. So, im Vergleich dazu die Aldi-Isomatte eben für sage und schreibe 12,99 oder sowas um den Dreh. Man sieht hier jetzt nochmal im direkten Vergleich schon mal, okay, die ist erstens anders aufgebaut. Ja, die hat hier so eine lustige Wabenstruktur. Meine Thermarest hat Rillen und sie ist ein Ticken dünner. Machen wir auch das mal so. So, da kann man schön sehen, also sie ist schon deutlich dünner. So, es gibt dann vom Innenleben her auch nochmal ein paar deutliche Unterschiede, aber vorgezeigt habe ich jetzt die Thermarest, dann mache ich die weg, dann habe ich hier mehr Platz zum Schalten und Walten. Ah, alles fliegt runter. Okay, also Aldi-Isomatte. Grundsätzlich erstmal. Eine Isomatte, was soll die tun? Naja, die soll isolieren nach unten. Warum? Weil eben, wenn man im Schlafsack liegt, liegt man ja auf dem Material vom Schlafsack drauf, also das, was unter einem liegt, und dann drückt man das Material zusammen und dann isoliert es nicht mehr so gut und dann wird es von unten schnell kalt. Außerdem liegt man möglicherweise auf einem kalten Boden, der ohnehin schon kalt ist und der möglicherweise eine gute Wärmeleiteigenschaft hat, zum Beispiel ein Stein, der gibt die Körperwärme sehr schnell weiter ins Innere des Steins, und wo ist sie dann nicht mehr? Ja, am Körper. Auf gut Deutsch, auf einem Stein, wenn man wirklich auf dem Stein liegt, kühlt man nach unten sehr schnell aus, weil eben der Stein ist zwar nicht, fühlt sich quasi kalt an, weil er eben unsere Körpertemperatur schnell weitergibt und nicht da behält, wo sie ist. Ist nicht so sehr ein Thema, wenn man zum Beispiel auf einem trockenen Mooshaufen übernachtet oder auf einem trockenen Waldboden, der sehr, sehr dick ist, sehr dick gepolstert, aus verschiedenen Nadeln und Blättern besteht und der ist schön trocken, dann ist das alles viel weniger ein Thema. Da wird die Temperatur, wenn wir jetzt nicht mitten im Winter da übernachten wollen, kein großes Problem sein vom Untergrund. Dann spielt noch die zweite Funktion einer Isomatte natürlich eine Rolle, nämlich die ist ein bisschen dick und die ist ein bisschen bequem und da freut sich der Rücken, je nachdem, wie sehr der Rücken schon vorgeschädigt ist oder auch nicht. Ich halte das einmal, das macht auch die Handhabung etwas einfacher. So, jetzt. Luftisomatten ganz generell, also sei es jetzt die Aldi oder die Thermarest, haben eben den großen Vorteil, dass die viel dicker sind. Dadurch, dass sie mit Luft gefüllt sind, sind sie auch irgendwie kuscheliger, passen sich dem Körper ein bisschen besser an und sind einfach schlicht und ergreifend bequemer als jede Festschaumisomatte, die man noch von früher möglicherweise kennt. Dadurch resultiert aber auch ein wesentlicher Nachteil. Die können Löcher kriegen, dann ist die Luft raus, dann sind sie platt, dann isolieren sie nicht mehr oder fast nicht mehr und sind auch nicht mehr bequem. So. Wie stabil jetzt die Aldi-Isomatte ist, kann ich so gar nicht sagen, weil so oft habe ich sie nicht benutzt, dass ich jetzt da hochwissenschaftliche Werte zu hätte. Sie scheint mir ganz in Ordnung robust zu sein, so wie sich das Material anfühlt. Das ist okay. Ich habe aber auch nicht den Eindruck,
dass sie jetzt irgendwelchen größeren, gröberen Steinchen oder irgendeinem spitzen Stock, der mal irgendwo unglücklich liegt, wirklich lange widerstehen würde. Also ich würde bei dieser Isomatte doch massiv darauf achten, dass man dann immer schön noch eine Unterlage hat. Na, komm runter. Wie zum Beispiel die gute alte klassische Elefantenhaut von der Bundeswehr, also BW Mehrzweckunterlegplane heißt das Ding, glaube ich, offiziell. Das ist so eine gummierte Plane, die ist ein bisschen schwer zugegeben, aber super robust, da geht nichts mehr durch. Legt man die unter so eine Isomatte, dann kann man, ich behaupte mal, selbst in leichten Brombeeren übernachten. Nicht, dass man das möchte und nicht, dass man das wirklich tut, aber es würde wahrscheinlich gehen, ohne dass die Matte hier großartig Schaden nimmt und Luft verliert. Ja? Also Unterlegplane ist bei so einer Matte definitiv Pflicht, sonst ist die in der Landschaft, die eben nicht schön gefegt und aufgeräumt ist, ganz schnell platt. So. Nächster Punkt, zu dem ich was erzählen möchte, solche Matten mit Wabenstruktur, die gibt es auch auf Amazon jede Menge davon und die sind alle relativ günstig. Die haben den Vorteil, dass sie vergleichsweise eigentlich ganz leicht sein können, weil eben in der jeweils da, wo kein Material ist, da wiegt es auch nichts, logischerweise. Ja. Und man kriegt also quasi einfach die Matte mit weniger Material auf eine angemessene Dicke, ohne Material sparen, ergo Gewicht sparen. Heißt, das Teil hier, wo habe ich denn den Zettel dazu? Hier ist der Zettel dazu, da steht jetzt drauf ca. 0,5 Kilo. Also ein halbes Kilo für eine Isomatte, eine Aufpust-Isomatte, das ist schon ziemlich in Ordnung. Wie kommt das zustande? Wie gesagt, erstens durch die Wabenstruktur. Zweitens, das ist streng genommen keine Isomatte in dem Sinne, sondern streng genommen müsste man es eigentlich Luftmatratze nennen. Weil das ist wirklich das Einzige, was an dem Ding isoliert, ist quasi hier der Außenstoff, wenn man den Stoff nennen möchte. Das ist auch ein Kunststoff. Und die Luft, die drin ist. So, und damit ist es eine Luftmatratze, wie man die früher von Übernachtung beim Kumpel oder irgendwie so aus dieser Richtung her kennt. Anders ist in dem Fall eine wirklich isolierende Luftmatte, die dann noch zusätzliches Isolationsmaterial drin hat. Heißt, diese Matte sieht jetzt aus, als wäre da auch nur Luft drin. Da ist aber nicht nur Luft drin, sondern die ist auch im zusammengerollten Zustand mit einem Schaumstoff gefüllt, der sich dann eben wieder ausdehnt, sobald man die aufpustet. Und dieser Schaumstoff bzw. dieses wollartige Material füllt halt die Matte noch zusätzlich aus und dadurch isoliert sie erheblich besser, als wenn nur Luft als Isolator drin wäre, weil durch das zusätzliche Füllmaterial die Luft besser an dem Ort bleibt, wo sie sich gerade befindet. Und das heißt, wenn man sie durch die Körperwärme aufgewärmt hat, dann bleibt die Wärme mit der Luft auch an dem Ort, wo man sie aufgewärmt hat. Und die Wärme wird weniger gut woanders hin abgegeben. Und das ist hier halt nicht der Fall. Die ist also nicht besonders warm, die Matte. Man gibt diesen Wert für die Wärmedurchlässigkeit bzw. die Wärmeweiterleitung an den Untergrund einer Isomatte, so kann man es, glaube ich, ganz gut umschreiben, als sogenannten R-Wert. Das wird auch in vielen anderen Bereichen angewendet, dieser R-Wert. Der ist jetzt nicht nur isomattenspezifisch, aber für uns als Outdoor-Menschen würde er vor allen Dingen bei Isomatten eine Rolle spielen. Gibt man eben als R-Wert an. Die Thermarest hat 5, irgendwas oder ich glaube sogar 6, fast 6 inzwischen, die moderne Version. Das ist irre hoch. Da, wie gesagt, da kannst du bis minus 25 Grad drauf pennen und die wird nicht kalt. Das Ding hier, das dürfte irgendwo im Bereich 0,5 bis maximal 0,8 irgendwie liegen. Schätzwert von mir. Ja, steht nicht dabei, was die wirklich für einen Wert hat. Und das bedeutet auf gut Deutsch, also sobald die Außentemperatur für einen Sommerschlafsack nicht mehr reicht, reicht sie auch nicht mehr für diese Isomatte. Legt man sich also bei niedrigeren Temperaturen, selbst mit einem warmen Schlafsack, auf so eine Isomatte, dann kann einen eben die Überraschung erwarten, dass man von unten trotzdem kalt bekommt. So, zu den technischen Daten. Aufgeblasen 193 x 60 x 5 cm, das ist eigentlich ziemlich üppig.
Für mich persönlich ist die schon so groß, dass ich schon gar nicht mehr gewöhnt bin, auf sowas zu pennen, weil eben hier meine Thermarest, die ist deutlich schmaler, das sieht man hier schon ganz gut. Das Ding ist, da wenn ich es jetzt so vor mich halte, da kann ich mich sogar mit den, also sogar mit den Schultern kann ich mich dahinter verstecken, das geht mit der Thermarest fast schon gar nicht, ne? Also das ist recht üppig, da wird jeder halbwegs normale Mensch wird auf diese Matte gut Platz haben. Ja? Außer es ist jetzt jemand, der den Rotierer macht des Nachts und von jeder Isomatte irgendwann runterrollen würde. In dem Fall hast du dann persönliche Probleme und mein herzliches Mitgefühl oder bist meine Frau. Aber ansonsten ist das dann schon lösbar, ne? Und die ist mit 1,93 eben auch schön lang. Da passen dann auch Leute, die etwas größer als 1,93 sind, noch drauf, weil du liegst ja, ja, also erstens zieht man die Beine hin und wieder mal an und wenn die Beinchen, die Füße dann mal ein ganz kleines bisschen unten überstehen, liegen die ja immer noch nicht im Dreck, sondern schweben noch ein wenig in der Luft. Also das kommt auch noch erschwerend dazu. Für mich ist sie also wirklich üppig groß. Ich würde mir selbst wenn es für ein paar Euro mehr noch eine größere Variante gäbe, ich würde auf keinen Fall noch was Größeres haben wollen. Sie ist mir fast schon, weil ich einfach enger, kleiner gewöhnt bin, schmaler gewöhnt bin, für mich wirklich Luxus. Ja. Dicke 5 cm, das sind 5 cm von Bollen höchster Punkt zu Bollen höchster Punkt auf der Rückseite. Das sind natürlich nicht 5 cm in den Bollen-Zwischenräumen. Und das ist ein Thema, weil ein Kritikpunkt, den ich an solchen Bollenmatten, an solchen Bollenmatten generell habe, ist halt eben einfach das, wenn du ein recht schwerer Mensch bist, dann und du legst dich halt irgendwie jetzt auf die Seite, so als Seitenschläfer, dann belastest du ja nur eine vergleichsweise kleine Fläche der Matte und da kann es dann passieren, apropos schwerer Mensch, das Ding ist zugelassen bis 120 Kilo, da kann es dann schon passieren, dass je nachdem wie kalt der Boden ist und wie hart der Boden ist, du die Matte, insbesondere während des Bewegens, zum Beispiel mit der Hüfte, zum Beispiel mit dem Knie, vielleicht auch mit der Schulter, mal kurz durchdrückst und dann mal eben schnell in Kontakt mit dem kalten Boden kommst, das spürt man dann auch sofort. Ja, also das spürt man, oh, da wird es plötzlich kalt und ich lege mich anders hin und ah, jetzt ist wieder wärmer. Weil man sie dann halt nicht mehr durchdrückt. Das heißt, diese 120 Kilo, ich weiß nicht, ob die Matte kaputt geht, wenn man jemanden drauflegt, der schwerer als 120 ist, aber der wird auf jeden Fall häufiger mal das Material so weit durchdrücken, dass er eben Kontakt mit dem kalten Untergrund haben wird. Und muss eigentlich fast Rückenschläfer sein, also auch wenn man über 100 Kilo wiegt, ist Rückenschläfer sein auf so einer Matte ein großer Vorteil. Also nur über 100, sage ich jetzt mal. Denn dann liegt man sie halt nicht durch und kommt nicht in Direktkontakt mit dem Boden. Und bei eben diesen Bollenmatten passiert das relativ schnell mal, weshalb 5 cm für eine Bollenmatte nicht besonders dick ist. Aber wer es eben signifikant unter 100 Kilo wiegt, der wird da wahrscheinlich keine Probleme haben. Und der wird dann feststellen, nö, was erzählt der da, das ist mir noch nie passiert. Ja, ich habe halt ein paar Kilo mehr, leider auch mehr als die 100. Eines Tages schwöre ich der Currywurst ab. Ja, und dann im gleichen Moment fliege ich mit Einhorn, Regenbogen, Staub davon. Ja, egal. Jedenfalls Verarbeitung soweit in Ordnung. Also die hat jetzt keine auermachenden, scharfkantigen Nähte, wo sie hier zusammengeklebt ist oder so. Und ohnehin ist und ja sowieso nur interessant, was Verarbeitung mal abgesehen vom Hauptmaterial angeht. Vor allen Dingen das Ventil. Ventil, wo bist du? Hier ist... Also irgendwo hat sie ein Ventil. Ah, hier ist das Ventil, genau. Und das Ventil, das ist ganz in Ordnung gelöst. Das besteht quasi aus einem Zwei-Komponenten-Ventil. Wenn man es in die eine Richtung aufmacht, so, dann kommt das Rückstoßventil zum Vorschein. Wie pustet man die dann auf? Na, man bläst rein. Boing. Vielleicht kann man da auch irgendeine Pumpe anschließen, wenn man so eine hat. Ich habe keine. Ich mache das jetzt per Puste. Das Gute ist, dadurch, dass diese Matte keine Isolationsfüllung hat, anders als eine sowas hier,
ne, kann man die auch problemlos mit dem Mund aufpusten, weil da ist ja nichts drin, was irgendwie durch die Feuchtigkeit verklumpen könnte, durch die Feuchtigkeit potenziell schimmeln könnte, irgendwie sowas in diese Richtung, kann da alles nicht passieren, die ist ja einfach hohl. Da drin ist quasi nichts und draußen außenrum Plastik, da kann also nicht wirklich was schief gehen. Dann kann man hier das Rückstoßventil wieder zumachen und andersrum, also quasi dann jetzt hier ziehen, das Ventil ganz aufmachen und dann ist da auch kein Rückstoß mehr, sondern das ist einfach, ne, einfach ein Loch, kann ich hier, und dann geht die Luft auch sehr schnell raus und dann hat man die Matte auch ganz schnell wieder platt und kann die Falten, Rollen, was auch immer, ich wüsste nicht, warum man sie nicht auch knüllen, ne? Potenziell kann man sie sicher auch knüllen, wenn man jetzt ein ganz fauler Sack ist, dann kriegt man natürlich die Luft nicht so gut raus. Aber da das eben, es ist kein Isolationsmaterial drin, dem Kunststoff selber wird es egal sein, wie man ihn zusammenpackt. Das Ding ist, was da lang geht, schon ziemlich pflegeleicht. Und sie ist sicherlich bequemer als eine Festschaum-Isomatte. Und viele, viele Vorteile, dass sie nicht besonders warm ist, okay, braucht man aber für den Sommer auch nicht. Ist das also eine valide Isomatte für einen Einsteiger? Definitiv. Wie groß ist das Packmaß? Packmaß, das ist das Packmaß. Da passt die auch gut rein, da muss man sich gar nicht große, furchtbar viel Mühe geben, um sie in den Packsack reinzubekommen. Es ist kein Flickset dabei. Bei den namhafteren Herstellern, die packen oft noch ein kleines Flickset dazu zur Isomatte, dass wenn sie mal ein Loch hätte, könnte man sie dann direkt flicken. Ich würde empfehlen, dann auch noch ein Flickset mitzunehmen, meinetwegen Fahrradflicken oder was man halt gerade da hat oder so, und kauft sich halt was im Fachhandel, packt das dann noch mit dazu und dann ist man erstmal auf der sicheren Seite und kann bei einem eventuellen Loch die Matte auch flicken. Ja, sie wiegt laut Hersteller ca. 500 Gramm, meine hat 470, plus minus ein paar Gramm, so genau ist die Waage auch gar nicht. Und TPU-Beschichtung, was immer das bedeuten soll, das ist es im Grunde. Das ist also die aktuelle Aldi-Isomatte. Für sehr schwere Leute bedingt zu empfehlen, für alle anderen definitiv, die nicht schon andere haben. Muss man natürlich nochmal dazu sagen, weil letztendlich ist es auch wieder Plastik, das eben nun mal nicht besonders umweltfreundlich hergestellt wird und dass man dann rumliegen hat. Und wenn man es dann nicht benutzt, wäre es schade, dass es hergestellt bzw. gekauft worden ist, obwohl man es nicht benutzt. Also wer wirklich eine Isomatte braucht und zum Beispiel noch nicht weiß, ob denn jetzt diese ganzen Outdoor-Hobby-Geschichten, draußen schlafen und so weiter und so fort, sei es jetzt im Zelt, auf dem Campingplatz oder tatsächlich mitten in der Pampa, ob das überhaupt was für einen ist. Oder man ist bisher immer noch auf Hartschaum-Isomatte unterwegs, also geschlossen, also diese riesigen Rollen zum Rollen. Ich habe jetzt leider gerade keine da zum Zeigen. Und möchte eine Luft-Isomatte nun mal ausprobieren. Dann wäre das zum Beispiel auch eine valide Einstiegsvariante, wo man dann ethisch-moralisch auch erklären könnte, warum man sich jetzt einen Haufen Plastik kauft. Ja? Aber das einfach im Hinterkopf behalten, nicht weil die 14 Euro kostet und damit nicht wehtut oder 13 Euro. Moment, ich gucke nach. 12,99 €, ja. Und es wirklich nicht wehtut, sich so ein Ding zu kaufen, muss man es ja nicht zwingend unbedingt auch noch kaufen. Warum habe ich es gemacht? Na, ich wollte das Ding unbedingt mal ausprobieren, einfach um mal mitreden zu können, was denn die aktuelle Generation von günstig Ausrüstung, also billig Ausrüstung, muss man ja fast schon sagen, kann. Ja. Und damit müsst ihr es nicht kaufen, weil jetzt wisst ihr es und wenn ihr schon was Eigenes, Besseres habt, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist immer so ein Thema. Ja. Gut, das war's. Bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.